select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. UFUG, herzlichen Glückwunsch zum Sieg, zum Gewinn dieses Rothaus-Pokal-Kreis Pforzheim. Wie sind die Emotionen? Unbeschreiblich. Also, das kann man nicht in Worte fassen. Jetzt, vor allem mit dieser Mannschaft. Schon das dritte Mal im Finale gewesen. Gegen Krumbach verloren. Wie gefällt Rennach? Wie gesagt, gegen Krumbach verloren. War bitter. Wie gefällt Rennach? Bis zur 90. 1-0 geführt und dann noch 2-1 verloren. Und die Mannschaft hat es einfach verdient. Jeder Einzelne, wenn man rückwirkend schaut, dass wir gegen Krumbach gewonnen haben, gegen Huchenfeld rausgeschmissen haben und dann noch gegen Wimsheim, alles sehr, sehr starke Mannschaften, und wir haben es einfach dieses Jahr einfach verdient, und ich finde, jeder Einzelne hat heute sein Bestes gegeben, und Wurmberg hat kaum eine Chance gehabt in dem Spiel, und wir sind verdient Sieger geworden. Man hätte euch vielleicht ein Ticken im Hintertreffen von der Favoritenrolle her gesehen, weil ihr ja eine Klasse tiefer spielt, eine Liga tiefer spielt. Wie habt ihr das Spiel eingeschätzt und den Gegner? Ja gut, Wurmberg ist kein unbekannter Gegner. Wir haben auch vor ein paar Jahren in der A-Klasse gegeneinander gespielt. Und auch im Aufstiegsjahr von Wurmberg waren wir, glaube ich, mit einem Punkt oder zwei Punkten den Aufstieg verpasst. Und von daher haben wir die Mannschaft gekannt. Unser Trainer hat sich super auf das Spiel vorbereitet, die komplette Mannschaft. Sie sehen selber, heute gibt es keine Grenzen, heute wird gefeiert bis zum Umfallen, und ich kann bloß jeden Einzelnen vom Vorstand und vom Platzwart bis zu jedem Einzelnen im ganzen Verein nur danken, und heute lassen wir die Sau raus. Ein paar Worte zum Spielverlauf. Ja, zum Spielverlauf, ich finde, wir waren eiskalt, am Anfang war eigentlich ausgeglichenes Spiel. Dann ein super Spiel gemacht, und der Mirko haut das Ding mit dem linken Fuß in den Winkel, und dann hat die ganze Mannschaft auch realisiert, heute ist was zu holen, und das hat man auch in der Einstellung gesehen. Also jeder Zweikampf, wir haben jeden Zweikampf gewonnen, wir haben uns vor keinem Zweikampf gedrückt, und vom Verdienen, wie gesagt, es war einfach nur verdient, und ich bin stolz auf die Mannschaft. Für euch geht es ja gleich weiter mit Ötisheim. Das wird ein Auswärtsspiel am Dienstag. Was denkst du? Ich glaube, ihr habt jetzt ein ziemlich volles Programm nächste Woche. Und was habt ihr euch noch vorgenommen als Fünftplatzierter in der Kreisklasse A? Ja gut, wir haben die letzten zwei Spiele verloren. Das war jetzt nicht optimal gelaufen, aber ich glaube, auch jeder hat das Pokalfinale im Kopf gehabt. Und jetzt kommen die Gegner, Ötisheim. Das wird wieder ein ganz, ganz schweres Spiel auswärts. Das ist auch einfach eine Kopfsache. Die Mannschaft ist anders motiviert, wenn man gegen eine höherklassige Mannschaft spielt. Und gegen eine gleichklassige, wenn man sieht, die sind vom unteren Tabellendrittel. Und dann, ja, ist einfach eine Einstellungssache. Aber wenn wir alles geben, so wie heute, dann wird es jeden in der Klasse schwer, gegen uns zu gewinnen. UFUG, ich danke dir vielmals für das Interview. Frohes Feiern und viel Erfolg noch. Vielen Dank. Tschüss. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen. Auf select-gmbh.de